Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgans Jakob von Infracta und ich bin in Counter-Strike Condition Zero. Jetzt ist das der letzte Counter-Strike-Teil, den ich noch nicht aufgenommen hatte für das Infracta Games Archiv. Wir haben Teil 1, die Mod. Da war die letzte Version Counter-Strike 1.6. Die großartige Mod, die wir über Jahre hinweg auf jeder LAN-Party gesuchtet haben bis Anschlag. Ich habe euch Source gezeigt, ich habe euch Global Offensive gezeigt und ich habe diesen ulkigen Zombie-Ableger gezeigt. Genau, Karl. Mensch, Karl, jetzt hör mal auf die Katze zu beißen. Setz dich mal wieder hin. So. Neben mir revoltieren sie auf dem Sofa, die Katze. Und zwar will die kleine Katze immer dem Kater die Ohren auslecken. Das findet er aus, wie ich finde, nachvollziehbaren Gründen ziemlich scheiße. Weil die Katze stinkt einfach barbarisch aus dem Mund. Ich wollte danach auch nicht, dass meine Ohren stinken. Also, ich wollte generell nicht von mir... Also, prinzipiell wollte ich nicht, dass eine Katze mir die Ohren ausleckt. Aber vor allem nicht eine Katze, die aus dem Mund stinkt. So, Thema. Counter-Strike, genau. Genau, Condition Zero fehlte noch. Condition Zero hatte nie den Erfolg, was eigentlich nachvollziehbarerweise einfach daran lag, dass es keinen großen Unterschied zu 1.6 gibt. 1.6 ist eben... Also, das alte Counter-Strike ist eben eine Mod gewesen. Und man hat es dann als Vollpreistitel nicht, aber man hat es dann trotzdem noch verkauft. Die haben einfach einen Deal, die haben dann einfach sich die beiden ursprünglichen Mod-Entwickler nämlich an eingekauft, weil sonst wäre das ja, also die ursprünglich die Mod ja einfach kostenlos hochgeladen worden. Und ich glaube, die war bis zum Ende, glaube ich, auch kostenlos downloadbar. Man konnte nur sich noch zusätzlich auf CD kaufen, wenn man irgendwie kein Internet hat oder so. Oder irgendwie so Rumpel-Internet, was nicht so unüblich war zu dem Zeitpunkt. Generell war halt einfach der Punkt, und da kommen wir zu Condition Zero. Internet, vernünftiges Internet, hatte nicht jeder, also die meisten nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo das populär war. Und man hat Counter-Strike vor allem auf LAN-Partys gespielt. Also ich habe Counter-Strike eigentlich immer nur auf LAN-Partys gespielt. Ich habe das so gut wie gar nicht online gespielt. Hat auch den Vorteil, dass wenn jemand cheatet auf einer LAN-Party, also wenn jemand cheatet und man ist auf einer LAN-Party, kriegt man das schnell relativ schnell raus und dann wird der gecheckt, sein Computer gefilzt und wenn der cheatet, kriegt er ein paar Backpfeifen und dann darf er nicht mehr mitspielen. Im Internet wird man das sehr oft sehr gerne machen, geht aber halt echt schlecht und man muss sich einfach auf diese ihr erinnert euch vielleicht noch vage dran an diese Unmengen an verschiedenen Anti-Cheat-Programme, die es in einer Tour gab. Da gab es ja alle möglichen und irgendwie hat keines richtig gefruchtet. Wie gesagt, also online war nie so mein Ding, das Spiel. So, und wie gesagt, also es hatte nicht jeder die Möglichkeit online und LAN-Party hatte ja auch nicht jeder die Möglichkeit. Der ein oder andere hat halt einfach keine Freunde. Kriegt von der Mutter eben das Schnitzel um den Hals gebunden, damit wenigstens die Hunde mit ihm spielen. Naja, spässlich mal. Nee, also, ja, man wollte aber auch mal Counter-Strike vielleicht mal so eine Runde zocken. Mal abseits von der LAN-Party und Counter-Strike, das alte Counter-Strike, also 1.6er, hatte halt einfach keine Bots, hatte keinen Singleplayer, war ja eine reine Multiplayer-Mod. Und dementsprechend war eigentlich die Grundidee bei Counter-Strike Condition Zero, man bringt nochmal Counter-Strike raus, mit grafisch ein bisschen aufpoliert, dem einen oder anderen noch ein bisschen Veränderungen, aber ganz geringe im Prinzip. Hauptunterschied ist, man kann es allein spielen. So, ja. So, das sind die klassischen Karten, die kennen wir. Man muss eben sich hochspielen, muss das freispielen. Ja, die sind toll. Dann nehmen wir zwei mit, das langt erstmal. Das reicht eigentlich. Okay, dann mal los. Ich wurde geblendet.
Ech. Okay. Die sind nicht mal so kacke, die Bots, dann kann ich mich gar nicht erinnern. Wobei, wir haben das jetzt alles erfüllt. Wie oft muss ich denn das jetzt spielen? Okay, los geht's! Schön die Sprüche. So. Wenn. Zack. Jetzt ist Office freigeschaltet. Das hier ist sicher. Jetzt machen wir Office. Und ich habe Punkte freigespielt. Genau, jetzt können wir nämlich einen noch mitnehmen. Die Schrotgun, die bringt halt echt nichts außer. Wobei in Office. In Office können die sogar was bringen. Boah, es ist so lange her und ich kenne trotzdem noch die ganzen Karten. Ist das scheiße? Also eigentlich ist das ja... Also, ihr wisst, was ich meine, oder? So dieses... Verdammt. Wie muss ich das gesucht haben, dass ich nach all den Jahren... Sichern und laden. Was gerade so ein bisschen mich irgendwo stresst. Früher hatte man immer sich so, so ein Dienst gelegt, dass man immer die gleichen Sachen kauft. Nein! Das gibt's nicht. Ich wurde sofort gekillt. Na, war gut, dass ich den Typ mit der Schrotflinte mitgenommen habe. Seitenflur. Oh ja! Hatte ich doch das richtige Gefühl, wie ich nochmal nach rechts geguckt habe. Da ist tatsächlich einer raus und ist hinter uns gekommen. Gar nicht schlecht für... Also für ein Bot. Habe ich vor. Ich habe etwas gehört. Ich auch. Haupthalle. Das ist uns. Noch drei. Wo ist er? Noch einer. Ich könnte mal zu den Geisel gehen, oder? Watch out, I think they're still here. Ja, ich hab doch eben... Okay, warte, ich hab was gehört. Please, okay, let's go. Also wenn der Bot ist wie ein menschlicher Spieler, wartet er hier unten, dass ich mit den Geiseln komme und knallt mich ab kurz bevor... Ah, da ist er! Oh, I can't believe we made it. Geiseln!
Ist das geil. Wie ein menschlicher Spieler. So eine Saftnase. Aber ich hätte als ein menschlicher Spieler war das immer am einfachsten. Wenn du wusstest, okay, die holen sich jetzt die Geisel, dann gehe ich dahin, wo sie die Geisel hinbringen müssen. Und dann tue ich ihnen kurz bevor sie eigentlich denken, jetzt haben sie es noch geschafft. Headshot. Und dann ist der Rage schon mal vorprogrammiert. Gar nicht schlecht, die Los, los, los! Hm, scheiße, er findet zu die Halle. Noch drei. Leutnant, gehen Sie voraus. Er ist entkommen. Bleiben noch zwei. Maschinengewehr vom Sound her. Mensch, Jungs. Guck mal, weniger bedrohlich. Help! Der hat mich erschreckt. Ach so. Ich muss einen Fall mit der Maschinenpistole. Ja, ist ja gut. Ich muss auch Geiseln retten. Sichern und laden. Dann rum, schubst mich doch nicht. Bleib noch drei. Hey! Ja, ja, hey. Be careful, Chris. Let's go. Let's get the hell out of here. Hey, guys, I can't believe I made it. Hey! Verpfeif dich. Okay, let's hurry. I think right, let's move. Wo könnten sie sein? Ist mir egal, wir holen die Geiseln, wo das... Tja. So, und dann geht das so weiter. Dann macht man das. Und man hat halt immer, ihr seht, wir müssen einfach mit den Scharfschützengewehr ausschalten, eine Runde weniger als 75 Sekunden. Das sind so Herausforderungen. Die Idee bei Condition Zero war ja auch nicht in dem Sinne, eine Story zu bringen und einen richtig klassischen, wie wir es heute interpretieren, mit einem Singleplayer-Modus, sondern es ging halt wirklich darum, eigentlich so eine Art Singleplayer-Training zu ermöglichen. Der Spieler soll also nicht irgendwie eine selbstständige Singleplayer-Kampagne an sich spielen, sondern die Singleplayer-Möglichkeit soll ihnen ermöglichen, die Karten unter Gefechtsbedingungen kennenzulernen. Das ist in Counter-Strike ist es einfach das A und O, zu wissen, wo, was, wie, warum. Ich glaube, das ist dermaßen, aber das prägt man sich so ein, man kann nicht, glaube ich, nachts aus dem Bett treten, dann kann ich verschiedene Dinge, unter anderem werde ich auch, ich glaube, für den Rest meines Lebens, Italy, Office, das, zwei solche Karten, werde ich wissen, wo, was, wie, das ist einfach drin, wenn man das oft genug spielt. Und, genau, es geht immer so weiter. Ja, Aztec ist auch so eine klassische Karte, die kennen echt jede Ärztin. So, und da sieht man, es sind sechs Dienstzeiten quasi und ihr seht, das sind immer, und man soll eben im Prinzip lernen, mit allen Waffen umzugehen. Also ich persönlich, habt ihr ja gesehen, ich bevorzuge einfach dieses, das Steier Aug, das Sturmgewehr,
Das ist, bietet eine tolle Kombination aus Feuerkraft und einem anständigen, also einem anständigen Zielfernrohr, ohne schon ein Scharfschützengewehr zu sein. Die Scharfschützengewehr waren nie meins. Ich hab, ich war immer beeindruckt von diesen Leuten, die irgendwie rennen können, springen, im Springen mit dem Scharfschützengewehr einen Headshot machen über die halbe Karte und landen und weiterrennen. Da habe ich immer gedacht, Alter Schlappe, was müssen die, müssen ihr komplettes Real Life irgendwie erstmal auf Eis gelegt haben, nur um das zu trainieren. Also geht das überhaupt? Also da, also da war ich mal beeindruckt, wenn man das konnte. Also darum ist, darum geht es hier letztlich in Condition Zero. Man lernt die Karten, man lernt verschiedene Waffen, einfach das komplette Spiel und kann eben quasi allein trainieren für die nächste LAN. So wurde das auch immer wahrgenommen. Also Condition Zero hat sich echt eigentlich eh kaum jemand gekauft. Hat sich auch nie deshalb als der populäre, also in Anführungszeichen Konkurrenz zum 1.6er durchgesetzt online. Das hat eigentlich keiner gespielt. Die, die 1.6 gespielt haben, haben völlig tiefenentspannt gewartet, bis sowas rauskam. Das war ja eh zu dem Zeitpunkt längst angekündigt, weil Condition Zero ja auch Riesenprobleme hatte während der Entwicklung. Ich weiß gar nicht, wie viele Entwicklerteams da am Ende, ich glaube 3 oder 4 haben da drin rumgewurschtelt. Ich glaube, Turtle Rock waren die, die es dann fertigstellen durften, in Anführungszeichen durften. Ja, und man kann sich so ein bisschen hier, die frühen Achievements quasi, ja, die frühen Errungenschaften, hier unten mit Auszeichnung. Aber es war nicht schlecht, Condition Zero, weil, wie gesagt, ich hatte auch damals ein Rumpel-Internet. Man hat nicht jedes Wochenende LAN-Party gemacht. Jetzt nicht, weil man keinen Bock drauf gehabt hätte, aber man hatte halt einfach diesen riesen Tower, halt in diesem wunderbaren, hässlichen, bürofarbenen Tower. Erinnert ihr euch bestimmt auch noch vage dran? Diese undefinierbar gelblich-graue Beschichtung auf diesen Metallgehäusen. Und die waren einfach bockend schwer, wenn man so ein Pentium 1 166 MHz durch die Landschaft mal geschleppt hat. Das hat man gemacht, ja. Und dann kam erstmal, und dann kam der Monitor. Den muss man, und das war geil. Die riesen fetten Röhrenmonitore. Und man hat, ein guter Freund von mir hat damals ein 1er Golf gefahren, ein 1er Golf Cabrio. Da war er stolz wie Oscar drauf. Furchtbare Schleude. Und wenn man bei ihm aus dem Kofferraum den Röhrenmonitor rausgehoben habe, der hat da noch einen richtig großen Röhrenmonitor, da hast du richtig gesehen, wie die Hinterachse wieder hochging vom Auto. Und dann, wir haben mal LAN-Party gemacht in der FH in Mainz, weil einer von uns, der hat da irgendwie, war der wissenschaftliche Mitarbeiter und hatte da einen Schlüssel und der hat, da haben wir in einem von diesen großen Übungsräumen von der FH, da haben wir eine LAN-Party gemacht an dem Wochenende. Der Hausmeister hat mitgespielt, deshalb hat er uns nicht verpfiffen. Der fand das Spiel geil, der fand Bier trinken geil und der fand einen Haufen lustiger, junger Typen lustig, die sich am Wochenende die FH schleichen zum Zocken. Jetzt so lange her, da darf ich das ruhig erzählen, der Hausmeister ist wahrscheinlich schon nicht mehr im Dienst. Also da gibt es viel mehr als einen Hausmeister. Einer von den Typen, die da an dem Wochenende drin rumeiern und uns hätten verpfeifen können. Und dann, aber das war halt im 4. Stock und er hatte keinen Aufzug in dem Bereich und der musste halt diesen Röhrenmonitor 4 Treppen hochtragen und am Ende vom Wochenende 4 Treppen wieder runter. An dieser Stelle, ich bin ja mittlerweile froh, ein Gaming-Notebook zu haben. Leider sind irgendwie die LAN-Party-Zeiten nicht mehr so das Ding. Ich vermisse ja, also ich vermisse echt LAN-Partys. Wir müssen mal gucken, dass wir für den Fraktor ja mal einen auf die Beine stellen. Und dann gucken wir mal, dass wir da irgendwie ein bisschen mitfilmen und dann schneide ich das mal ein bisschen zusammen oder so. Irgendwie sowas. Also das müssen wir auf die Beine stellen, hier eine Fraktor-LAN-Party. Ich vermisse LAN-Partys. Das ist halt bei aller Bequemlichkeit, was Online-Zocken angeht, es ist einfach nicht das Gleiche. Jetzt mal vom Cheater-Bestrafen abgesehen. Ist es halt einfach, eine LAN-Party ist halt einfach geil, ja. Online-Zocken ist bequem, aber es ist halt keine, ja. Also wer mal auf einer gescheiten LAN-Party war, der weiß eh, was ich meine, da brauche ich mir nicht hier den Mund vorsichtig reden und euch den weichen Keks ins Ohr drücken, ihr wisst ja Bescheid. Also, ich brauche jetzt Condition Zero nicht weiter spielen. Das sind halt die bekannten Karten von Counter-Strike 1.6, mehr oder weniger. Und man hat halt diese Aufträge und Herausforderungen und dann ballert man sich da halt wie gewohnt durch. Nee, ist das halt auch nicht. Wie gesagt, theoretisch kann man das auch online spielen. Ist aber... Gut, man kann natürlich noch mehr runterladen und dann halt wiederum die zu üben. Wie gesagt, das war halt einfach das Ding bei Counter-Strike Condition Zero. Ein Singleplayer-Übung für als Vorbereitung für LAN-Partys. Also so habe ich das immer wahrgenommen und ich hatte auch den Eindruck, so ist das auch gedacht gewesen. Ich würde aber sagen, wir haben genug von Counter-Strike Condition Zero gesehen für das Infactor Games Archive, für unsere heilige Mission des Infactor Games Archives. Spiele finden, haben wir gemacht, ja, Counter-Strike Condition Zero. Wer jetzt
tatsächlich das nicht kannte oder von dem nie gehört hat, kann ja durchaus sein, weiß jetzt, dass es das gibt. Also es gibt es ja immer noch. Ihr könnt euch das immer noch über Steam kaufen, runterladen und zocken, wenn ihr da Bock drauf habt. Gut, dass die Grafik mittlerweile, da brauchen wir nicht drüber reden. Wobei in Form der Greenlight-Geschichte hier von Steam sind so viele Indie-Titel auf Steam geflutet, die grafisch froh werden, wenn sie auf der Half-Life 1 Engine basieren dürften, so wie Counter-Strike Condition Zero. Ich denke, aus gewissen nostalgischen Gründen, wenn man, wie ich früher, halt sehr viel Counter-Strike 1.6 gezockt hat, und das ist gar nicht mehr so einfach, da, also ich kriege halt wahrscheinlich niemanden auf der LAN-Party noch dazu, mit mir nochmal Counter-Strike 1.6 zu spielen. Die werden wahrscheinlich einen Anfall kriegen, wenn ich damit ankomme. Selbst mit dem Nostalgie-Aspekt würden die einen Anfall kriegen. Online wüsste ich jetzt gar nicht genau, ob da überhaupt noch jemand das spielt. Aber aus gewissen Nostalgiegründen könnte ich mir gut vorstellen, dass so die alten Silberrücken sich das hier für kleines Geld, das kann man ja echt für also ich glaube, ein Bier ist teurer, also ein anständiges Bier, kann man sich das mal schießen und dann kann man hier gepflegt mal wieder die alten Karten speeden. So schlecht waren die Bots jetzt gar nicht. Und ich habe jetzt auf hier, was habe ich gespielt? Normal? Also auf gut Deutsch Anfängermodus, da kann man sich bestimmt auch schön hier verdatteln. Gut, also bevor ich hier weiter schwätze, ich muss ja weiter das nächste Spiel, ja, aber schaffe, ja, weitermache, müssen ja mit spielen, sind einfach, da gehen sie schief schaufeln. Ich wünsche euch was, wir sehen uns wieder im nächsten Video zum nächsten Spiel. Macht's gut, bis bald, tschüss.